Wir fangen an mit Thema Eifersucht und eifersüchtige Kinder. Weil sie sonst nicht Besseres zu tun haben, sind sie eifersüchtig, oder? Mindestens hat man etwas zu tun, oder? Was tun Sie? Was ist Ihr Hobby? Ich bin eifersüchtig, ja. Und ich ernähre es gut. Und wie ernährt man Eifersucht? Mit Besitz, mit Haben, Besitzen. Wie immer wieder sage ich, ein nackter Mensch ohne etwas kann doch keine Sorgen haben, oder? In dem Form. Er hat andere Sorgen, oder? Aber er besitzt nicht. Er hat nichts. Er hat Angst, nicht zu verlieren. Und er hat auch Angst nicht, dass andere haben besser als er. Er hat nicht zu vergleichen. Oder? Mein Auto, dein Auto, mein Frau, dein Frau, mein Haus, dein Haus, mein Hund, dein Hund. Es ist immer ein Vergleich. Und es ist eine Quelle von Jammer. So alle diese drei Arzneien, was wir diskutieren, wir haben auch einzelne diskutiert, die sind ein großes Lager von Zora. Besitzen. Ob man Hiroshima schaut, ob man Stramonium oder Lachesis. Eifersucht und so Eifersucht, so nicht so einfach mildes, was man, jeder gibt zu, ja, ein bisschen natürlich, sagt man. Es ist genauso wie es mit Salz, ja, ein bisschen natürlich, oder? So Eifersucht gehört dazu. Es wäre eher eine Lüge, wenn jemand sagen würde, ich bin nicht eifersüchtig. Umgekehrt. Man sollte gar nicht fragen, sind Sie eifersüchtig oder wie ist mit Eifersucht? Wie eifersüchtig sind Sie? Oder? Wäre es nicht korrekt? So, im Grunde genommen, jetzt behandeln wir eine Junge mit Branka im Tessin, mit einem wildes Monster. Zufällig haben wir Hiroshiamus gegeben. Es hat Verschlimmerung gegeben. Nach Verschlimmerung gibt es Gottes Geschenke Ruhe. Und natürlich braucht es sehr vieles, nicht nur Mittel, sondern auch die Umgebung zu schauen, die ganze Situation zu schauen. Es kann auch manchmal so erscheinen, dass Mutter ist sehr nett, Mutter ist sehr gut. Vielleicht ist sie zu gut. Und zu gut. Für ein POS-Kind, ADS-Kind, zu passiv, zu flexibel, zu macht immer wieder viel Platz. Mehr Platz machen bedeutet mehr Expansion. Grenzen nicht setzen können, Struktur nicht geben können oder die Wachs, heißes Wachs fließen lassen. Es nimmt mehr Platz. Es muss limitiert sein, oder so? Dann macht es eine Form. Eifersucht ist ein von den größten. Wenn die Wissenschaftler heute sagen, alt werden ist Krankheit, sterben sollte nicht unbedingt sein. Wenn man sagt, okay, denn wir nehmen das als korrekt. Was wäre die Hauptwurm, Parasit, das uns tötet, ist Eifersucht. Und sie verstehen davon, wie schwer es ist, von Psora wegzunehmen, auseinanderzunehmen. Wie schwer. Es brauche ganzen Kräfte, es brauche im Prinzip mehr als Yogi werden. Ich denke, Yogi kann auch eifersüchtig werden. Weil andere Guru hat es mehr Schüler. Aber es braucht fast
göttliche Energie, das Überwinden und Schauen, dir gehört nicht. Gehört haben wir mehrmals, geschrieben haben wir auch, gelesen auch. So viele Krimis und so viele Novels und Bücher, Philosophie, Psychologie. Aber wie viele kann man umsetzen, wie viel ist die Realität? Man kann Klappe halten und sagen, ich bin gar nicht eifersüchtig, zum Beispiel. Zum Beispiel. ZB, zum Beispiel. So einfach ist das nicht. Gell, Heidi? Das kennen wir doch. Es ist ein von den größten Menschenschwäche, das wir kennen. Wir alle kennen es, weil jemandem besser geht. Jemand hat mehr Patienten als ich. Jemand kann besser behandeln oder Patienten fühlen sich zufriedener mit diesen Menschen als mich. Dann bin ich total durcheinander. Und Nachbar natürlich hat halt alles besser, sogar die Rasenmäher und so weiter, sehr schön, neue Modelle und so weiter. Eine Velo hat er, die Rad gekauft, das ist ein Mountainbike und das ist 24 Gänge und meine ist nur 18 und so. Aber das ist eine Dummheit von dem höchsten Grad, das ist eine Arroganz, das ist Ignoranz und auch eine Art von Naivität, dass man wenn man es verstehen würde, im Prinzip es ist nichts. Alles geht zum Nichts im Schluss sowieso. Wenn wir unsere Pfarrer glauben können, Priester, Tuya, dass Aschen zu Aschen. Ein von den wenigen Mal, dass er die Wahrheit sagt, oder? Dass man vertrauen können, sagen können, ja, das ist korrekt. Darüber meditieren wir jetzt. Und das zum Glauben, denn für was bist du so stolz, dass du so verletzt und vergleichst fühlst und wieso bist du so eifersüchtig damit? Was bringt es? Genießt du doch, was du hast. Sowieso machen wir Reise weiter. Dann macht das Leben leichter. Aber wir wollen doch Leben nicht leichter haben. Das Hauptsache ist das. Jammer. Wir kennen diese ganzen Dinge. Aber wer will von uns Leben leichter haben? Wir sagen es nur. Wie mache ich mein Leben leichter? Gut gesagt. Aber was ich mache, ist alles dagegen. Ist wie Diabetiker. Zucker nimmt er nicht, aber alle anderen Arten von Süßigkeiten nimmt er mit Pillen, Tabletten. Was tun sie? Ich habe eben Zuckerkonsum kontrolliert. Zucker habe ich überwunden. Jetzt nehme ich nur diese kleinen Tabletten. So. Und dann sterben sie einmal. Nein, mit Zucker nicht. Mit Krebs vielleicht ja. Aber das Ende kommt damit. So, man kann es zumachen, man kann verschieben, man kann die Route wechseln. Aber alle Richtungen gehen zum gleichen, gleiche Richtung.